Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie ganz, ganz herzlich hier begrüßen. Mein Name ist Barbara Mutter, ich bin aus dem Heidelberger Zentrum für transkulturelle Studien und dem Institut für Sinologie und möchte Ihnen ganz kurz eine Einführung zu diesem Konzert Sauberwirkung Ost und West präsentieren, die Sie auch in anderen Worten im Programm finden. Ich möchte mich bedanken bei allen, die es ermöglicht haben, dass es dieses Programm gibt, dass es dieses Plakat gibt, dass es dieses Konzert gibt. Und da ist zuerst zu nennen das taiwanesische Erziehungsministerium, dann natürlich die wunderbaren Musiker, die sich das ausgedacht haben und schließlich ein ganz toller Support-Staff, und auch eins davon von vielen Schülern von mir, die geholfen haben, zum Beispiel die chinesischen Texte ins Deutsche zu übersetzen und deswegen wunderbare Grundlagen für das Programm zu geben. Die europäische Tradition, das wissen Sie, kennt viele Geschichten von der Zauberkraft der Musik, dem Orpheus, der mit seiner Lyra alle bezaubert, die Menschen, die Tiere, die Steine, die Bäume, der so schön singt, dass er nicht nur das blühende Meer und seine Feinde, die ja sogar die Götter der Unterwelt, dann eben bezwingen kann, oder eben der Rattenfänger von Haben, der mit seiner Flöte zunächst die Mäuse und Ratten und schließlich aber eben auch die Kinder von Haben fängt. Tamino, Papageno, die das Glockenspiel und die Flöte kriegen, die sie vor Gefahren schützen sollen, wenn man auf ihnen spielt und dann sich eben wirklich die wilden Tiere zahm gesellen zu ihnen und sie sogar den Monostatos, vor dem doch eigentlich alle Angst kriegen, und seine Handlanger mit dem Glockenspiel wie Marionetten im Tanz tanzen lassen können. Und in China ist das gar nicht anders mit der Macht und dem Glauben an die Kraft der Musik. Und deswegen war es so, dass eigentlich jeder Kaiser, der sozusagen ja alles wieder gerade rücken muss, jeder erste Kaiser einer neuen Dynastie, darauf bedacht war, dass die gelbe Glocke, die sozusagen sein Reich einte, nicht verstimmt war, weil das nämlich, wenn sie verstimmt war, dazu führen konnte, dass sein Reich unterging. Deswegen also mussten die auch immer gut darauf achten, dass der Kammerton auf der rechten Höhe war. Von den kosmologischen Zusammenhängen zwischen Musik und Weltenordnung überzeugt sind die größten chinesischen Philosophen, und Konfuzius, der immer dann hervorgeholt wird, wenn wir von chinesischen Philosophen sprechen, der hat vor allem immer gewarnt vor den Musiken aus Zheng und Wei, die waren vor allem mit vielen Flötenklängen versehen, weil diese Musik von Zheng und Wei die Sitten verrohen lasse. Ganz anders die Musik aus Shao, die er irgendwann mal gehört hat und die ihn so verzaubert hat, dass er 3 Monate lang kein Fleisch mehr gegessen haben soll. Überzeugt war er also, dass der Mensch durch Dichtung erhoben, durch Riten gefestigt, aber eben erst durch die Musik vollendet werden könne. Und deswegen, und so beschreibt er die verbindende, einheitsschaffende Kraft von Musik und ihre Fähigkeit, Harmonie sozusagen und Einklang mit allen anderen zu bringen. Musik also bringt den Frieden und die Ruhe auf die Welt. Musik hat Macht im Guten und im Schlechten. Wobei gerade die bezaubernde Flöte in Ost wie West interessanterweise eine gar nicht eindeutige Rolle spielt. Glück und Leid bringt diese Flöte hervor. In meinem Leben immer nur Glück. Meine Mutter war Flötistin, obwohl, wenn sie in Wies diese furchtbaren praktiziert und dann war es auch nicht mehr so schön. Also Leid und Glück bringt die Flöte hervor. Rattenfänger, der ja auch die Kinder fängt. Schäfer, Idylle, Arkadien, Hirtenstab und Flöte sind da, aber eben auch die Geschichte von der Nymphe Syrinx, die auf der Flucht vor dem verliebten Pan sich in Schilfrohr verwandeln lässt nicht und dann bindet er es aber eben zu seiner Flöte. Oder dann eben dieser furchtbare verlorene Wettstreit von Marsyas mit der Doppelflöte Aulos gegen den Lyra-spielenden und singenden Apollo, wo am Schluss als Strafe in die Haut abgezogen wird. Gar nicht schön. Die Klänge der Flöte geschaffen aus der Natur, die aus der Kraft der Luft, des Windes sich speisen und Vogelstimmen imitieren können, wie diejenigen, die vorhin schon da war bei der Einführung auch gehört haben und auch nachher noch hören werden, sind Sinnbild für Harmonie und Ruhe. Sie stehen aber eben auch für staats- und lebensgefährdende Sinn und Wollust, bachantischen Rausch, der bis zur Hybris reichen kann und damit verbunden für Leid und Melancholie. Wir freuen uns sehr auf ein Konzert, was uns all diese Dinge näher bringen wird. Ein Konzert, was sozusagen schon das zweite ist an einer Reihe, die das Trio Piazzolla, hoffe ich, auch mit Unterstützung vielleicht noch einer anderen
Teilabteilung der taiwanesischen Regierung noch weiterführen kann, indem sie nämlich immer einen Prozess anregen mit taiwanesischen Musikern, gemeinsam sozusagen musikalische Traditionen aus Ost und West zusammenzubringen. Dieses Mal bringen sie eine ganze Reihe von neuen Stücken mit und ich möchte sie jetzt sozusagen den Klängen entlassen mit dem wunderbaren Titel von Klaus-Hinrich Stamers Stück, der nicht ohne Hintergedanken sein für dieses Konzert eben neu komponiertes Werk Ting Yin nennt. Also hör ganz genau zu auf den Klang, der da kommt. Ich wünsche Ihnen bezauberte Klangerlebnisse, ganz neue und viel Spaß bei diesem Konzert. Danke. Bis dann. Im Ablauf haben sich einfach Veränderungen eingestellt, die man vorher zum Vorbereitung des Programms noch nicht einplanen konnte. Der zweite Teil wird mit dem Stück von Klaus-Hinrich Stamer beginnen, Ting Yin, und dann folgen die beiden kurzen Sätze von Tschaikowski, aber auch in der umgedrehten Reihenfolge. Erst der Tanz der Rohrflöten und dann der chinesische Tanz. Also nochmal zuerst Ting Yin nach der Pause, dann Tanz der Rohrflöten und dann chinesische Tanz. Thank you.
Komposition basiert auf einem taiwanesischen Popsong mit dem Titel Twilight of Damshoi, also Sonnenuntergang über den Damshoi River, einer der Wasseradern von der Hauptstadt Taipeh. Und dieses Lied würde ich Ihnen gerne vorspielen, kurz auf den dann später die Komposition fußt.